Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillis und drei Themen, ein Bild. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde direkt die Wörter ziehen, damit wir wissen, was wir heute machen. Ich weiß gerade nicht, ob ich quietschen soll. Einhorn, Rosa und Schal. Gut, Schal ist jetzt nicht spektakulär, aber lässt sich super mit dem Einhorn verbinden. Ich bin völlig platt über dem Thema. Rosa und Einhorn passen super zusammen. Ich werde mich, glaube ich, zwar nicht nur auf das Rosa beschränken, denn Einhorn, das schreit nach Diversität, nach Vielfalt, nach Extravaganz, nach allem. Nach allem, was nicht perfekt und normal ist, im gesellschaftlich gebräuchlichen Sinne. Deswegen malen wir heute ein Einhorn. Es wird ein Schal tragen. So viel ist schon mal sicher. Und auf jeden Fall Rosa spielt eine Rolle. Ich werde mal ganz kurz in mich gehen. So, ich habe jetzt mal hier eine kleine Skizze vorbereitet. Und zwar habe ich mir dazu ein paar Bilder von sitzenden Pferden angeschaut, einfach nur, um mich zu orientieren, wie ungefähr so ein bisschen die Anatomie aussieht, dass es nicht ganz so verquer aussieht. Das Einhorn wird eine schöne wallende Mähne haben, einen rosanen Schal tragen und ansonsten wird es weiß bleiben, so wie man Einhörner halt eben kennt. Ich werde auf jeden Fall mit Aquarell malen, wie ihr hier schon an meinem vorbereiteten Platz seht. Glitzerfarben kommen zum Einsatz und ja, ich würde sagen, wir legen los. Ich übertrage die Skizze in mein Sketchbook. Ja, da ist es im Sketchbook. Ich verwende hier so meine üblichen Standardpinsel. Den Verwaschpinsel brauchen wir heute nicht. So große Flächen haben wir heute nicht. Ich habe hier noch einen Pinsel, einen Casaneo in der Größe 4 und einen Pinsel in der Größe 2 und einen Pinsel in der Größe 0, damit wir schön Details machen können. Ich werde mal hier noch mein Fläschchen hinzuholen, dass ich alles ein bisschen aktivieren kann. Ich möchte auf jeden Fall mit den Glitzerfarben heute arbeiten. Und wir brauchen ein Rosa. Das brauchen wir. Und ein bisschen Schwarz. Aber das haben wir auch hier noch in der Farbpalette. Das wird bestimmt reichen. Ja, ich habe gesagt, ich habe vor, dass das Einhorn weiß bleibt. Bevor wir anfangen zu malen, möchte ich die Skizze noch ein bisschen abschwächen. Und dann werde ich als erstes bisschen die Konturen vom Einhorn vorzeichnen, vormalen mit einem ganz blassen Schwarz, also ein Grau. Das sind so die groben Konturen. Wir auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mit Schatten und Licht. Auch die Ohren fehlen noch. Ich muss mir das Horn eben noch ein bisschen vorzeichnen. Dann werde ich den Schal in einem blassen Rosa, so ein Pastellrosa noch dran, das nehme ich noch mit rein. Vorzeichnen.
Die Hufe machen wir auch rosa. Den Schweif, den Schweif und die Mähne, die möchte ich gerne in Regenbogenfarben machen. Irgendwie, es schreit halt einfach danach. Sagen wir mal nicht ganz Regenbogenfarben, aber dazu möchte ich diese Farbpalette nutzen. Und die hat ja fast alle relevanten Farben drin. Ihr wisst ja, dass ich das hier immer spontan male und zeichne. Ich glaube, wir werden mit dem Glitzer nur Akzente setzen. Ja, damit werden wir Akzente setzen. Das heißt, ich werde quasi grundieren mit ähnlichen Farben, damit ich die hier dann als Hauptfarbe setzen kann. Das heißt, wir brauchen ein Rot. Das haben wir ja als Glitzer da drin. Bisschen an Grün. Sehr gut, das gefällt mir. Das lassen wir so antrocknen. In der Zeit werden wir uns noch mit ein bisschen Akzenten am Einhorn beschäftigen. Denn dadurch, dass es ja weiß ist, nennt man das ja ein Schimmel. Ne? Ich denke, das wisst ihr. Und entweder machen wir es so, dass die Schnauze und die Ohren einen schwarzen Touch haben oder einen rosanen Touch haben. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Großzügig mit flüssig rosa dünn aufgetragen und habe es dann mit dem Pinsel, der muss natürlich dann immer schön getrocknet sein, Schicht für Schicht so ein bisschen abgetragen, dass sich das so ein bisschen, dass es aussieht wie reingelaufen, ne? Dass man so einen geblendeten Übergang hat. Genauso versuche ich das jetzt oben an den Ohren. Schatten. Wir fangen hell an, am liebsten dann lieber mit mehreren Schichten. So, dann machen wir jetzt erstmal den Schal fertig. Um das Rosa ein bisschen abzudunkeln, nehme ich Rot rein. Ich bin jetzt hier mit ein bisschen Englischrot reingegangen. Einfach den Schatten ein bisschen zu verstärken. So, dann haben wir den rosa Schal. Am Haar werde ich auch noch mal später dann mit dem Schatten lang gehen. Das aber wie gesagt später, weil ich erst die Haare fertig machen möchte.
hinten dann quasi. Kann man schon mal andeuten, dass wir wissen, wo wir hinwollen. Aber da werde ich dann gleich nochmal ein bisschen detaillierter lang gehen. Denn jetzt möchte ich Glitzer. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Konturen. Und zwar brauchen wir auch erstmal hoch. Mal Vorsicht. Wir brauchen das Auge. Naja, ein bisschen konnte ich es retten. Das passiert, wenn man so ungeduldig ist. Noch fällt mir gerade auf. Und zwar brauchen wir hier unten noch einen Schatten. Hier so. Sehr schön. Mir gefällt das richtig gut. Wollen wir noch ein paar Sprenkel machen? Sprenkel gehen noch immer, oder? Schaut mal. Großzügig Farbe aufnehmen im Pinsel. Entweder so. Nee, das ist zu wenig Farbe. Oder so hier. Gefällt mir richtig gut. Ich finde ihn richtig niedlich. Also es ist niedlicher geworden, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weitermachen. Mir fällt immer wieder was auf, aber ich lasse das jetzt so. Das gefällt mir gut. Hier kommt gleich noch ein kleiner Spruch hin. Wollt ihr wissen, welcher? Muss jetzt leider weg. Mein Einhorn steht im Halteverbot. Das werde ich hier eben noch hinschreiben. Und dann haben wir es geschafft. Und so sieht das fertige Werk aus. Ich mag es total gerne, der sieht so knuffig süß aus. Schöne bunte Sprenkel, schöne bunte Farben. Alle drei Sachen sind inbegriffen. Einhorn, Schal und rosa. Selbst die Hufen sind rosa. Einfach niedlich.
gefällt mir. Wenn ich euch damit inspirieren kann und hoffe natürlich, dass ihr euch inspiriert fühlt, würde ich mich total freuen, wenn ihr das auch teilt in den sozialen Medien mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis und natürlich passend mit dem Hashtag 3 Themen 1 Bild. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben hier. Lasst mir auch super gerne ein Abo hier, wenn ihr sehen wollt, was die nächsten Male kommt. Und habt einen wundervollen Sonntag. Seid verrückt, seid ein Einhorn. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.